Also, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ernährungsvortrag, einfach, dass wir so ein bisschen Basics heute anschauen können, was wir bei der Ernährung drauf schauen oder beziehungsweise, dass wir es mal ein bisschen definieren können. Wir fangen an, eigentlich zuerst einmal einfach ein bisschen über Essen. Was ist Essen eigentlich? Was bedeutet es für uns? Dann, der zweite Schritt ist, was ist denn jetzt eine gute Ernährung? Dann eine dritte Frage, die man oft liest, was ist denn jetzt die beste Ernährungsform? Dann wechseln wir das Thema ein bisschen über, wie funktionieren die Energielevel? Das ist etwas, was ich viel damit arbeite, was mir wichtig ist und ich glaube, was auch für euch im Alltag sehr viel hilft, wenn ihr das ein bisschen versteht und könnt kontrollieren. Nachher erkläre ich schnell, wie man dann stabile Energielevel erreicht. Das heisst, dass ihr euch den ganzen Tag durch relativ fit fühlt und nicht irgendwann nach dem Essen in ein Loch fällt. Und dann am Schluss so ein bisschen Bottomline, eine Zusammenfassung, was wir heute so gesehen haben, was eine gute Ernährung alles sollte beinhalten. Okay? Dann legen wir doch gerade mal los. Was ist eigentlich Essen? Wenn wir essen, gerade im, sage jetzt hier oder im Zusammenhang mit Sport, da hört man viel, ja, Mikronährstoff, Vitamin, bla bla bla, Makronährstoff, Protein, Fett, Kohlenhydrat. Im Prinzip Essen, so ist für unseren Körper Energie, oder chemisch korrekt gesagt, es sind Verbindungen, die aufgebrochen werden und das setzt dann Energie frei. Aber es ist leider nicht so einfach, das Ganze ist ein bisschen komplizierter. Und es bedeutet für uns auch mehr. Aber jetzt einfach mal, der Mensch ist kein Verbrennungsmotor. Wenn ihr euch ein Auto nehmt und Benzin reinlässt, dann wisst ihr, mit 10 Liter Benzin komme ich so und so viele Kilometer weit. Bei uns funktioniert das leider nicht so, weil wir haben hunderte, tausende Faktoren, die beeinflussen, wie viel von dem Essen, das wir gegessen haben, wird absorbiert, wie viel wird verbrannt. Und durch das wird das Ganze nicht so eine lineare Gleichung. Das heisst, die Qualität des Essen hat einen sehr hohen Einfluss darauf, auf wie viel von dem Essen können wir dann im Endeffekt verwenden. Aber Essen ist auch Information. Es ist Information für deinen Körper. Wenn du etwas isst, gibt das Nachrichten deinem Körper. Setz Hormon XY frei, setz Hormon XZ nicht frei. Aktiviert Protein XY, aktiviert dieses Protein nicht. Also je nachdem, was ihr esst, sind die Funktionen im Körper ganz anders. Und gleichzeitig ist es aber auch Information über euch als Person. Viele Leute, wir definieren uns über das Essen. Man hört Sachen wie, ich bin Genießer, ich gehe gerne in Restaurant. Andere Leute sind, ich bin vegan, ich esse das und das nicht. Also zeigt etwas über unsere Wertehaltung, über wer wir sind und ein Stück weit auch, woher wir kommen. Jemand von Italien ist etwas ganz anderes als jemand von China. Dementsprechend, es definiert unsere Geschichte, es definiert unsere Persönlichkeit, unsere Wertehaltung und all das hat auch einen wichtigen Einfluss auf unsere Ernährung. Was ist denn jetzt eine gute Ernährung? Eine gute Ernährung erfüllt ein paar Punkte. Erstens, es kontrolliert unsere Energiebilanz. Das heisst, wir haben nicht zu viel Energie, weil zu viel Energie führt zu ungewollten Gewichtszunahmen und diverse Probleme mit Insulin und Leptin. Zu dem kommen wir dann noch später. Und dementsprechend auch Inflammation und Plaque in den Blutbahnen, was dann ein Risiko für die ganzen Krankheiten wie Diabetes und alles führt. Also wir wollen definitiv nicht zu viel Energie, wir wollen aber auch nicht zu wenig, weil zu wenig, unser Körper tut diverse Funktionen runterfahren, der Metabolismus wird langsamer und schlussendlich leidet auch unter dem unsere Gesundheit. Wir funktionieren schlicht nicht richtig, wenn wir nicht genug Energie haben. Also in dem Sinn, eine gute Ernährung kontrolliert die Energiebilanz, dass das etwa so viel ist, wie wir brauchen. Dann, eine gute Ernährung gibt uns Nährstoff. Wir haben vorher darüber geredet. Makronährstoff, Protein, Kohlenhydrat und Fett. Alles entscheidend für die richtige Körperfunktion, für Energiegewinnung und die ganzen Mikronährstoffe, Mineralien und Vitamine, die für diverse chemische Reaktionen im Körper zuständig sind, damit die ganzen Prozesse richtig funktionieren. Denn eine gute Ernährung hilft uns,
uns gut zu fühlen, energetisch zu fühlen, dass wir im Training oder im Sport und im Alltag leistungsfähig sind. All das ist individuell auf Person bezogen. Wenn wir das hier sehen, haben die Leute andere Prioritäten. Ein Athlet ist vielleicht eher an Leistung interessiert und dementsprechend ist seine Ernährung auch darauf angepasst, dass er im Sport maximale Leistungsfähigkeit hat. Während ein Bodybuilder auf der Stage will die bestmögliche Körperkomposition haben und eine vielleicht etwas ältere Person einfach daran interessiert ist, an Gesundheit und Knochendichte aufrechtzuerhalten. Und all die verschiedenen Punkte, die sind auch nicht unbedingt immer miteinander vereinbaren. Wenn wir zum Beispiel an einen Ultra-Endurance-Athlet denken, vor allem früher haben die sehr viel über Ultra-High-Carb-Diäten geschafft, weil es ist die schnellste Energieform für den Körper, dann müssen sich die ganze Zeit Zuckerdrinks reingehauen während dem Rennen. Das hat dann aber bei vielen, wenn sie älter wurden, sind zu Diabetes geführt. Also haben wir einen Zielkonflikt zwischen Leistung und Gesundheit. Oder ein Bodybuilder, wenn er auf 4% Körperfett runtergeht, das ist auch nicht gesund. Das ist dann die Energiebilanz viel zu tief, der Metabolismus wird langsamer. In dem Moment, wo die auf der Stage sind, fühlen sie sich richtig scheiße. Währenddem jemand, der voll auf Gesundheit geht, vielleicht ein bisschen Leistung Einbuss in Kauf nimmt, weil er sagt, mir persönlich ist Gesundheit wichtig. Also das heisst, uns gut fühlen, leistungsfähig zu sein, das ist individuell, auf was eure Ziele und Prioritäten sind und das ist auch nicht durch das ganze Leben immer gleich. Denn eine gute Ernährung ist auch nachhaltig für unseren Planeten. Wir sollten, was wir jetzt essen, oder als gute Ernährung, sollten wir auch in 50 Jahren noch können, uns so ernähren. Und wenn ihr einen riesen ökologischen Fußabdruck hinterlässt, ist es wahrscheinlich schwierig, dass in 50 Jahren das auch noch so sein könnte. Das heisst auch, dass wir uns Gedanken machen, was wir für Produkte kaufen, dass wir nicht irgendwelche Massentierhaltung oder so, sondern sich auch dort über Qualität und über Nachhaltigkeit Gedanken macht, vielleicht eher auf Bioprodukte zurückgreift. Was übrigens auch besser ist, für euren Körper, weil meistens sind die nährstoffreicher und sind nicht mit Chemie in Verbindung gebracht, die Schädlinge abhalten oder in Sachen von Fleisch jetzt Steroide, die den Tieren gegeben werden, Antibiotika, die wegfallen. Also es ist gesünder für euch, gesünder für den Planeten. Und dann, eine gute Ernährung beseitigt auch limitierende Faktoren. Auch die sind wieder individuell, wir sind genetisch anders. Wir bewegen uns nicht gleich viel. Wir haben andere soziale Konstrukte. Und all das hat auch einen wichtigen Einfluss darauf, wie unsere Ernährung aussieht. Eine Ernährungsform, sagen wir jetzt zum Beispiel, wie es extrem geht, wie Ketogen, ist nicht für jeden gut, weil gewisse Leute sind jetzt halt eher Kohlenhydrat-Typ. Während zum Beispiel jemand, wo in der Familie, sagen wir, gehen wir zurück zum Beispiel Italien, wenn ich dann sage, ihr dürft keine Pizza und keine Pasta mehr essen, ist das wahrscheinlich relativ schwierig, dass sie sich in ihrem sozialen Konstrukt noch so bewegen können. Weil das ist halt das, was der Familienfest oder wenn man zusammen ausgehen geht oder was weiß ich, gegessen wird. Und auch das ist wichtig für eine gute Ernährung, dass ihr euch nicht isoliert von anderen Leuten. An diesem Punkt wollen wir aber auch arbeiten, dass wir die können verändern, beeinflussen, sodass wir all das können zusammenbringen in ein Gesamtkonstrukt, das für eure persönliche gute Ernährung ist. Und das ist sehr individuell, das ist etwas, wo wir uns viel darauf fokussieren. Ich sage jetzt in einem One-on-One Nutrition Coaching. Jetzt zu der Frage, was ist die beste Ernährung? Und das kommt vor allem von diesen ganzen Nutrition Camps, die wir haben. Da haben wir Paleo-Leute, Keto-Leute, Detox-Fans, Carnivore-Leute, Veganer, Intermittent-Fasting-Fans, die sich auf irgendeine Ernährungsform fokussiert haben und sagen, das ist mein Ding. Und die wird das dann oft so ein bisschen aus die beste Lösung, die die Welt und alle Gesundheitsprobleme löst, angepreist. Und all die Diätformen funktionieren auch. Also sie sind eigentlich grundsätzlich alle gut. Aber die beste ist keine.
Aber wieso funktionieren die? Die haben alle etwas gemeinsam. Und das, oder so, eigentlich zwei Sachen. Und die erste Sache ist, die Leute, die sich so an so etwas verschreiben, die sich so ernähren, die machen sich Gedanken darüber, was sie essen. Sie machen sich Gedanken zuerst mal darauf, wieso mache ich das? Was ist mir wichtig? Was sollte ich essen? Und zweitens nachher auch jeden Tag, was kann ich denn essen, dass es in die Ernährungsform hineinpasst. Und das ist eigentlich der erste Schritt, den man braucht, dass man sich gut ernährt. Sobald man sich Gedanken macht, Bewusstsein entwickelt, für was man isst, lässt man sehr viel weg, was eigentlich nicht gut ist, weil unser Körper wüsste, was gut für uns wäre. Es ist oft, dass man in der Welt voll von Stress und Arbeit und Machen einfach sich gar nicht mehr überlegt, das ist gerade da, man isst es gerade. Und dann ja, geht das ein bisschen verloren, das Bewusstsein und das Körpergefühl, von was sollte ich eigentlich essen. Und das geht dann auch gerade eben ins Zweite rein. Daher, dass man sich die Gedanken macht, wird sehr viel Junkfood, also ich sage nährstoffarmes Essen, weitestgehend verarbeitet, wird rausgekickt. Und dafür wird mehr selber Essen zubereitet, mehr natürliche Produkte verwendet, mehr unverarbeitete Produkte. Und das ist nachher eigentlich das, was dazu führt, dass sich Leute, die sich so einer speziellen Diätform verschreiben, besser fühlen, besser funktionieren, dass sie sich energetischer fühlen und in vielen Fällen dann auch, ich sage, Gewicht verlieren, wenn es jetzt von dem Ding kommt, dass meistens stellt man seine Ernährung um, weil man Gewicht verlieren will. Also das funktioniert dann auch. Und da kommen wir auch wieder darauf zurück, eigentlich der Mensch ist sehr anpassungsfähig. Ihr könnt in sehr vielen verschiedenen Diätformen funktionieren. Wenn wir jetzt sehen, eine vegane Diät ist normalerweise sehr hoch in Kohlenhydrat, weil die Proteinquellen für die pflanzlichen Proteinquellen haben auch sehr viel Kohlenhydrat drin. Während eine Keto-Diät gar kein Kohlenhydrat drin hat. Beide Leute sind sehr gesund. Und das ist, weil unser Körper auf sehr vielen verschiedenen funktioniert. Wenn wir in die Geschichte zurückschauen, haben wir arktisch-indogene Völker. Die ernähren sich fast nur von Fleisch und also Fisch und Fleisch, tierische Produkte, weil dort wächst ja nichts. Währenddem im Amazonasgebiet sind sie sehr viele Pflanzen, sehr viel Gemüse, sehr viel Früchte. Das hat seine Fülle dort, das wächst dort. Also die einen haben sehr viel tierische Fette und Proteine und die anderen haben sehr viel pflanzliche Kohlenhydrate und pflanzliche Proteine und eigentlich eher wenig Fett. Beide sind aber sehr gesund. Wenn sich der menschliche Körper erstaunlich gut auf die verschiedenen Gegebenheit oder auf das, was wir ihm eben zuführen, kann anpassen. Und das führt dann wieder zu dieser Schlussfolgerung, dass die beste Ernährung eben sehr individuell ist. Sie schaut, wo wir auf dem Spektrum sind, was uns wichtig ist. Sie passt sich an die limitierenden Faktoren, also Umwelt, und Genetik und das Zeug an, wo wir darüber geredet haben. Sie passt sich auf unsere Werte und Vorlieben an. Was habt ihr überhaupt gern zum Essen? Auch sehr wichtig. Und sie erfüllt eben auch gleichzeitig all die Grundvoraussetzungen, dass sie uns Nährstoff gibt, dass sie unsere Energiebilanz kontrolliert und ja, dass wir gesund sind eigentlich auf dem. Das Ziel sollte sein, etwas zu finden, das für dich funktioniert, deinen Bedürfnissen entspricht, wo du dich damit wohlfühlst im Alltag, sowie auch, sowie auch von deiner Werthaltung, also von deinen ethischen Vorstellungen, wie das Leben sein soll. Und dass es deinen Bedürfnissen entspricht und trotzdem dich an dein Ziel bringt. Das wäre eigentlich so nachher die ideale oder die beste Ernährungsform. Wenn wir jetzt über das geredet haben, gehen wir jetzt noch ein bisschen auf den Energielevel ein, weil ich denke, das ist etwas, das jeden betrifft, egal wo man sich auf dem Spektrum befindet. Wir sind alle in einem Leben, wo wir im Alltag relativ viel um die Ohren haben, wo immer etwas läuft, wo wir arbeiten müssen, wo wir leistungsfähig sein müssen und dass wir stabile Energielevel haben, ist für das eigentlich Grundvoraussetzung. Jetzt, wie das sein oder Energielevel, hängt sehr viel mit unserem Insulinspiegel oder mit dem Blutzuckerspiegel zusammen. Wenn wir viel Blutzucker im Blut haben, fühlen wir uns energetisch, wir haben viel Energie,
die gerade sofort verfügbar ist. Wenn der Keller sagt, wird man müde und man wird hungrig. Jetzt im Idealfall würde das so aussehen, dass wir hier eine relativ flache, so ein bisschen sinusmässige Kurve haben. Der Blutzuckerwert ist tief unten, wir haben Hunger, wir essen etwas, er geht langsam auf. Wir fühlen uns gut und dann geht er wieder ein bisschen runter. Wir haben wieder Hunger, wir essen wieder. Aber das Ganze ist relativ stabil und so sind auch unsere Energielevel relativ stabil durch den Tag. Bei den meisten Leuten, bei der heutigen westlichen Ernährungsform, sehr hoch in verarbeiteten Kohlenhydraten und Zucker, sieht das eher so aus. Wir sind hier in einem Keller unten, essen etwas, sehr zuckerhaltig. Der Insulinspiegel geht zum Himmel auf, wir fühlen uns sehr gut, glücklich, super energetisch. Aber nach dem Prinzip, what flies high must come down, geht es relativ schnell und wir sind wieder im Keller unten, haben das Energietief, fühlen uns wieder scheiße, essen wieder etwas, es geht wieder rauf und wir haben hier die enormen Schwingungen, die es reingeht. Und so haben wir halt dann auch Energielevel, immer wieder grosse Schwankungen, fühlen euch eine Zeit lang sehr gut, fühlen euch eine Zeit lang schlecht. Das kommt auch wieder auf etwas, was wir vorher angesprochen haben. Verarbeitete Lebensmittel, ich sage jetzt Zeug wie Pasta, weißes Brot, also so Süßgebäckprodukte oder sonst Süßigkeiten, Schokoriegel, alles Zeug sehr hoch in Zucker, wird sehr schnell zu Glukose aufgebrochen und nachher geht es halt auch schnell in den Blutspiegel und führt zu diesen Schwankungen. Die Folgen von dem sind kurzfristig gesehen, wie gesagt, dass die Energielevel tief sind. Langfristig gesehen können wir aber auch Sachen wie das metabolische Syndrom, also was eigentlich ein gesteigertes Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten ist. Basiert auf vier Faktoren: gesteigerte Fettleibigkeit, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung und Insulinresistenz. Insulinresistenz, auch eine Folge von dem ständigen Insulin auf und ab, ist, dass die Körperzellen einfach irgendwann nicht mehr auf das Insulin richtig ansprechen. Und das ist dann so die Vorstufe oder das Zeichen für eine sich entwickelnde Diabetes Typ 2 Erkrankung. Und das kann auch zu einer Leptinresistenz führen. Leptinresistenz ist ein Sättigungshormon. Grundsätzlich funktioniert das so: je mehr Körperfett ihr habt, desto höher ist der Leptinspiegel und desto weniger hungrig solltet ihr euch fühlen. Jetzt, wenn der Körperfettanteil irgendwann so hoch wird, dass der Leptinspiegel so hoch wird, fährt euch ein Hypothalamus, also im Hirn, der Teil, der die ganzen hormonellen Funktionen und auch noch viel mehr kontrolliert, spricht nicht mehr auf das Leptin, das heisst, ihr fühlt euch nicht mehr satt. Und das ist der Grund, wieso nachher schwer übergewichtige Leute plötzlich viel mehr Heißhungerattacken haben. Also dort auch ein riesiges Problem, ich sage jetzt gerade in Sachen Gewichtskontrolle und dementsprechend verbundene Gesundheitsrisiko. Also ihr seht, stabile Energielevel, das ist nicht nur wichtig für heute und morgen, dass ihr euch gut fühlt, sondern auch langfristig gesehen für Gesundheit. Und für das, was machen wir jetzt? Wie können wir das erreichen? Da gibt es verschiedene Punkte, die wichtig sind. Das eine ist mal, das erreichen wir durch sehr viele Nahrungsmittel mit Snacks die ganze Zeit. Ich rate den Leuten eher, esset weniger Mahlzeiten, dafür sättigendere Mahlzeiten. Und dann können wir die schon mal weniger Aufschwünge gegen und gegen über. Jetzt müssen wir aber das Ganze auch noch flacher gestalten. Und für das ist es wichtig, dass die Nahrungsmittel oder dass unsere Mahlzeiten auch richtig zusammengesetzt sind. Jede Mahlzeit sollte Protein und Fett enthalten. Und viel Gemüse mit Ballaststoff drin. Das führt dazu, dass ihr einerseits weniger kurzkettige Kohlenhydrate konsumiert und durch das die Ausschwünge weniger habt. Dann mehr Ballaststoff, die ihr hauptsächlich durch das Gemüse habt, führt dazu, dass die Lebensmittel langsamer aufgebrochen werden. Also auch Kohlenhydrate, die ihr esst, nehmt ballaststoffreiche Kohlenhydrate, die werden langsamer aufgebrochen, gehen langsamer ins Blut. Und durch das bringen wir die Kurve flächer hin.
fühlen uns nach dem Essen länger satt, haben keine Food-Coma-Erscheinungen eine halbe Stunde oder Stunde nach dem Essen, auch wenn die Mahlzeit selber grösser war. Und durch das, dass ich sage mal mehr Gemüse esse, habe ich natürlich auch mehr Vitamine, mehr Mikronährstoffe. Dort gibt es besonders Vitamin B und Magnesium zu erwähnen, weil beide von denen sind direkt involviert in diverse Energiegewinnungsprozesse im Körper. Das heisst, wenn ihr dort ein Defizit habt, fühlt ihr euch müde, weil euer Körper chemisch Mühe hat, Energie aus den Nährstoffen rauszugewinnen. Das heisst, wir haben, wenn es um Kohlenhydrate geht, ballaststoffreiche Kohlenhydrate, haben wir einen glykämischen Index, nennt sich das. Kann man nachschauen. Das zeigt eigentlich, wie stark die Insulinantwort auf ein gewisses Essen ist. Jetzt ganz schnell, wenn ich das hier aufzeichne, wir haben alles, was 60 und drunter ist. Also da haben wir zum Beispiel Sachen wie Roggenbrot oder auch Gemüse wie Lauch oder Rüebli, Pilz oder auch Hühnli. Also es ist nicht nur Kohlenhydrat, wirklich jedes Essen hat einen glykämischen Index. Alles, was 60 und drunter ist, wenn wir fördern, von dem wenn wir viel essen. 60 bis 80, wenn wir reduzieren, ist aber okay, kann man gerne auch mal essen. Und dann 80 plus sind dann eben hauptsächlich Süßigkeiten und so Zeug. Das werden wir weitestgehend vermeiden. Das wäre es eigentlich so, was ich euch jetzt so ein bisschen konzeptuell mitgeben wollte. Wenn wir das zusammenfassen, ist, ihr habt es gehört, hauptsächlich viele natürliche und unverarbeitete Lebensmittel konsumieren. Man kann so sagen, wenn etwas mehr als zwei Zutaten hat, ist es verarbeitet. Ihr wisst es selber, wenn ihr irgendwo in der Migros seid, eine Tomate ist nicht verarbeitet, eine Tomatensauce aus dem Glas ist verarbeitet. Man kauft eine Tomate, macht eine Tomatensauce selber. Dann eine gute Ernährung, oder was man so mitnehmen sollte, ist, es ist reich an Protein und gesunden Fettquellen, weil beide sind essentiell für unsere Körperfunktionen. Beides brauchen wir, dass wir gesund sind, dass wir Muskelmasse, Knochenmasse behalten können. Dann viel Gemüse. Gemüse ist reich an Ballaststoff, wie wir gehört haben, wichtig für das Energielevel und gleichzeitig auch reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Dann beschränken wir euch auf Kohlenhydrate mit einem tiefen glykämischen Index, also eben wie nicht Weissbrot, sondern dunkles Brot, Herdöpfel, Süßkartoffeln, so Zeug ist sehr gut. Und auch dort wieder gesehen, das sind die nicht verarbeiteten natürliche Kohlenhydrate. Und dann, das ist meine Meinung, da gibt es auch andersrum, lieber weniger sättigende Mahlzeiten als viel kleine. Man kann aber, wenn man die richtigen Mahlzeiten nimmt, auch mit viel kleinen eine sehr stabile Kurve erreichen. Ich sage, wenn ihr öfter isst, ist es einfach noch wichtiger, dass ihr euch darauf fokussiert, dass das gute Mahlzeiten sind und nicht Snacks hoch in Zucker, damit wir die extremen Ausschwankungen verhindern können. Also meiner Meinung nach ist es leichter, mit weniger Mahlzeiten stabile Energielevel zu erreichen. Darum würde ich es euch empfehlen. Ist aber, wie gesagt, individuell. Muss jeder für sich selber wissen, wenn jemand Mühe hat, viel zu essen, kann man dort auch gerne weniger essen. Und in diesen Grundlagen solltet ihr euch jetzt eigentlich so ein bisschen bewegen, orientieren, dass ihr eine Ernährungsform findet, die in euren Tagesrhythmus und in eure eigene Wertvorstellung, Umweltsphären und Zielsetzung passt und die auch dementsprechend unterstützt. Und das ist eben, wie gesagt, der Anspruch unterscheidet sich dann massiv unter euch. Und das ist etwas, was man dann individuell herausfinden muss. Und das wäre es eigentlich so gewesen, mit was ich euch an Informationen mitgeben wollte. Jetzt, wie wir euch helfen könnt, dass ihr die Ziele erreicht, haben wir im Moment eigentlich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist One-on-One Nutrition Coaching, das wir machen, wo wir wirklich
eins zu eins alle zwei Wochen oder alle vier Wochen zusammensetzen. Wir reden über eure Zielsetzungen, wo ihr euch hier bewegt. Und eigentlich helfe ich euch als Guide, euch auf dieser Karte, die euch innen ist, zurechtfinden und an euch ein Ziel gelangen. Aber es kommt alles von euch raus. Und ich helfe euch einfach, das ein bisschen zu entdecken, was eigentlich auf euch richtig ist. Und Möglichkeit 2, die wir jetzt neu haben, ist, dass wir die Nutrition Challenge anfangen. Und dann machen wir das Ganze gemeinsam. Wir versuchen, die ganzen verschiedenen Konzepte, die wir kurz gehört haben, mal anzuschneiden oder mal ein paar Wochen durchzuziehen. Also wir fangen mal sicher an, dass wir alle auf ein Basislevel tun. Wo ich sage einfach mal, die Grundpunkte, die wir angesprochen haben, was ist eine gute Ernährung, erfüllt sind. Und von dort aus tun wir nachher mit so ein bisschen spezialisierten Konzepten, wie zum Beispiel Fasten, Carb Cycling, was auch immer wir dann machen, tun wir die über verschiedene Wochen mal ein bisschen ausprobieren, dass ihr das mal könnt, dass ihr das mal fühlt, wie sich das anfühlt, dass ihr das durchzieht. Und dass ihr dann am Ende eigentlich einen Rucksack voll von Strategien und Möglichkeiten habt, die euch dann helfen, auf dem Weg euch selber zurechtfinden, was ist jetzt die beste Ernährung für mich. Und ihr könnt dann einfach das übernehmen, was gut funktioniert hat, und das, was halt nicht so gut funktioniert hat, lasst ihr wieder weg. Wir machen das gemeinsam, weil grundsätzlich ist es so, bis man eine neue Gewohnheit sich angeeignet hat, dauert es etwa 28 Tage, rund 4 Wochen. Und meistens ist das eine sehr harte Zeit für die Leute. Also, es ist halt hart. Es ist einfach schwierig, das wirklich so durchzuziehen. Man muss sich ein bisschen darauf fokussieren, man muss sich wieder ein bisschen Schutt in den Arsch geben manchmal. Und wenn man das in einer Gruppe macht, ist es halt viel leichter. Und darum machen wir das in einer Gruppe. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo ihr eure Erfahrungen austauschen könnt, wo ihr Rezepte austauschen könnt, damit ihr nicht so viel Gedanken machen müsst, was soll ich denn essen. Unmöglich hat es einen riesen Pool an Erfahrungen und Rezepten zur Verfügung. Ja, das wäre es so, was wir euch anbieten können, um euch zu helfen, dass ihr euch sagen, die Ziele ein bisschen erreichen, euch in diesen Punkten könnt bewegen und eigentlich da für euch Gesundheit, Leistung und Körperkomposition etwas findet, wo für euch passt. Ob das jetzt im Extrem ist oder irgendwo in der Mitte, wo sich alles ein bisschen überschneidet, ist für jeden selber überlassen. Also, das wär's. Dann dürft ihr gerne noch Fragen stellen, die aufgekommen sind oder die ihr mitgenommen habt für heute. Sachen, die euch persönlich interessiert, die unklar sind. Let's go. Ja? Wenn ich am 12. Mai trainieren kann, ich kann mich am 10. Mai auch wieder zusprechen. Also, ich will wohlfühlbar trainieren. Mhm. Und dann nach dem Training muss ich nicht mehr bis zur Nacht. Mhm. Also hast du einfach keinen Hunger oder isst du wirklich nicht, weil du einfach sagst, ich darf bis zum Nacht jetzt nicht mehr essen, sonst esse ich zu viel? Aus welchem Grund isst du nichts nach dem Training? Das ist noch wichtig zu wissen. Aber Hunger hast du? Okay. Also grundsätzlich ist es so, dass mir viel gehört, so, ja, nach dem Training in Stunde hast du das anabole Fenster, wo Protein und alles Mögliche muss im Körper sein, damit dann mega viele Muskeln wachsen. Und es ist schon so, dass wir nach dem Training hormonell bedingt eine gesteigerte Möglichkeit haben für Muskelwachstum oder allgemein für Adaption im Körper. Das Ding ist einfach, wenn du nach dem Training etwas isst, bis das verdaut und im Blut ist, ist die Stunde schon fast wieder durch. Also darum sage ich immer, viel wichtiger, als gerade nach dem Training raussäckeln und sich sofort einen Shake hineinhauen, ist, dass ein, zwei Stunden vor dem Training etwas isst, wo Kohlenhydrate drin haben, damit sie energieversorgt sind fürs Training, sowie auch Protein schon drin haben, damit die eigentlich schon im Blut sind. Und wenn sie dann mit dem Training fertig sind, hat der Körper alle Nährstoffe schon zur Verfügung gestellt, und kann gerade auch mit denen arbeiten. Natürlich macht es schon Sinn, nach dem Training
dann die geleerten Speicher wieder auffüllen und etwas essen. Aber das muss nicht sofort nachher sein. Also, wenn es dir jetzt nicht wohl ist, etwas zu essen, würde ich sagen, musst du es nicht unbedingt machen. Aber wenn du jetzt Lust oder Hunger hast, etwas Kleines nach dem Training zu essen, schadet das auch nicht. Also, solange du vor dem Training die gute Mahlzeit einnimmst und dich zu Mittag isst, bist du in Sachen gesundheitlicher Sicht eigentlich okay. Und das nachher ist, wenn du das Gefühl hast, du hast Hunger und du brauchst es, dann mach es. Wenn du das Gefühl hast, es ist okay, dann warte, bis du wieder Hunger hast. Das ist kein Problem. Du hast noch eine Frage? Ja. Hast du einen Tipp für... Ich habe einen höheren Energieverbrauch, aber mag eigentlich nicht viel essen. Dann wäre ich jetzt eher jemand, der dir empfehlen würde, du gehörst halt zu den Leuten, die mehrere Mahlzeiten am Tag brauchen, die halt eher öfters essen, weil sich selber überessen ist unangenehm. Oft fühlt man sich dann auch müde, weil halt einfach der Magen so voll ist, dass es eigentlich nicht ideal ist. Ich würde sicher sagen, probier auch hier ballaststoffreich, proteinreich und ich würde auch sagen, fettreich essen. Weil Fett hat, 1 Gramm Fett hat 9 Kalorien, 1 Gramm Kohlenhydrate oder 1 Gramm Protein haben 4 Kalorien. Das heisst, pro Gramm Fett, das du isst, hast du mehr als doppelt so viele Kalorien wie pro Gramm Protein oder Fett oder Kohlenhydrate, das du isst. Das heisst, wenn du viel Fett isst, musst du weniger Masse essen, hast aber viel mehr Kalorien gegessen und dementsprechend einen höheren Energieinput durch weniger Masse. Du kannst das so ein bisschen ein bisschen mehr komprimiert halt Energieeinnahmen würde ich machen. Das ist so ein Tipp. Das ist auch etwas, wo ich persönlich auch ein bisschen ähnlich bin, was ich für mich auch gemacht habe. Ich mag auch nicht unbedingt so mega viel essen, aber vom Körpertyp auch eher viel Energie. Und darum habe ich angefangen, viel, viel mehr Fett zu essen. Und es geht mir eigentlich besser. Ich fühle mich nicht überessen. Und trotzdem kann ich meinen Energieverbrauch decken. Also das wäre so der Haupttipp. Hören wir tatsächlich verschiedene Resultate. Ich persönlich gehöre zum Camp. Es ist genau das Gleiche. Weil das Gemüse wird im Gegenteil, wenn nicht sogar noch frischer und nährstoffreicher ist. Das Gemüse wird gepflückt und direkt gefroren. Ist eigentlich sofort. Und wenn es gefroren ist, gehen die Nährstoffe nicht mehr verloren eigentlich. Und währenddem das frische Gemüse ist ja dann weniger frisch, das wird gepflückt, das wird verpackt, das wird verfrachtet und alles, bis das nachher wirklich dann im Laden steht, vergehen ein paar Tage. Also wenn etwas, dann würde ich persönlich sagen, das gefrorene Gemüse ist frischer. Und ich persönlich, ich esse auch viel mehr gefrorenes Gemüse als frisch, würde ich sagen, weil der Bearbeitungsaufwand ist natürlich auch viel tiefer. Ich nehme den Sack, reisse es auf, tue es in die Pfanne und dann ist es warm, oder? Es kocht. Und frisches Gemüse wird geschnitten, dauert viel mehr Zeit zum Kochen. Und es ist auch, ich sage, ein Thema für uns alle. Wir haben nicht unendlich viel Zeit zum Essen zubereiten. Viele Leute haben auch nicht unendlich viel Spass daran zu kochen. Und wenn man dann so eine Strategie nehmen kann, wo weniger Arbeit gibt, ist es meiner Meinung nach zu bevorzugen oder völlig okay. Selbst wenn es jetzt gesundheitlich nicht ganz so ideal wäre. Das Einzige, was ihr schauen müsst, bei gefrorenem Gemüse, ist, dass es sehr viel Chemie dran wird, Geschmacksstoff und so Zeug. Also wenn ihr hinten dran das Label leset von den Zutaten, sollte dort eigentlich nicht mehr als Gemüse drauf stehen. Weil sonst haben wir wieder Geschmacksverstärker und so Zeug drin, wo wir eigentlich dann lieber würden weglassen und dann wären wieder das natürliche Gemüse zu bevorzugen. Also von dort her, das ist so eine Abwägungssache. Ich würde sagen, nehmt das, was für euch besser geht, in den Alltag, wo euren Lebensablauf besser reinpasst. Wir sind beide seine Vor- und Nachteile. Ja. Wie gesund sind denn eigentlich die Shakes, die wir uns alle hinterdrücken? Das ist eigentlich alles.
Ja. Bei den Shakes kommt es wieder sehr aufs Produkt drauf an. Also du hast Produkte, die sehr viel künstliche Zusatzstoffe drin haben, die nicht so gut sind. Und dann hast du, ich sage, ein bisschen teurere Produkte, die halt dann qualitativ besser sind, die dementsprechend auch gesünder sind. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass ein Supplement, wie der Name so sagt, das ist eine Supplementierung, nicht ein Ersatz. Also nur dann sollte man nehmen, wenn er das Ziel oder die Möglichkeit mit natürlichen Nährstoffen nicht erreichen können. Also ich sage jetzt gerade, beim Protein ist es halt so ein Ding, dass wir, die viel Sport machen, auf einen ausreichenden Proteinkonsum kommen. Ist entweder sehr teuer oder sehr aufwendig und im Fall von Fleisch auch nicht sehr nachhaltig für unsere Natur. Und dementsprechend kann halt ein Proteinshake helfen, dass wir das ein bisschen nachhaltiger und kostengünstiger erreichen können. Und ist darum ein gutes Mittel, um das zu erreichen. Gesünder wäre es wahrscheinlich schon, wenn jetzt das Ganze mit Poulet essen würdest. Aber eben, es hat dann halt andere Nachteile und dementsprechend finde ich Proteinshake ein sehr probates Mittel, solange du dort halt schaust, dass du einigermaßen gut qualitative Produkte kaufst. Ja, das ist auch gut, was du jetzt für den 0815-Klassenbesuch von uns, wo 2-3 Mal trainiert, ist es nicht nötig, sich grundsätzlich, wenn er sich gut ernährt, ist es eher unnötig. Also, wenn er all die Punkte einhält, die wir jetzt heute darüber geredet haben, und sich in diesem Bereich bewegt für 2-3 Klassen, brauchst du nicht unbedingt Proteinshakes. In den meisten Fällen, sage ich jetzt mal. Irgendwie, auch dort haben wir vielleicht wieder Ausnahmen. Ich sage, eine besondere Ausnahme dort ist zum Beispiel vegane Ernährung, weil pflanzliche Proteine werden vom Körper weniger gut absorbiert. Und darum wird der Bedarf an Kalorien eigentlich noch mal ein bisschen erhöht, also für Leute, die tierische Produkte essen, eigentlich schon ist. Und dann haben die pflanzlichen Ressourcen auch noch weniger Protein drin. Und dann wird es halt mengenmässig schwierig, so viel zu essen, dass man genug Protein hat. Und in dem Fall ist natürlich ein Shake eine gute Möglichkeit, dass man das Problem lösen kann. Jetzt aber für jemanden, der alles isst, sich nicht einschränkt, sich gut ernährt, 2-3 Klassen, braucht er keinen Shake, solange er vor dem Training die Proteine isst. Also ich selber nehme auch vielleicht nur noch die Hälfte von meinem Training einen Proteinshake und ich trainiere 5 oder 6 Mal pro Woche. Also es ist definitiv nicht nötig, dass man nach jedem Training einen Proteinshake nimmt, solange man die Versorgung sonst weit geregelt hat. Aber es kann halt einfach helfen und es ist jetzt auch sagen, meiner Erfahrung nach, wenn ich mit den Leuten im One-on-One-Coaching arbeite, so dass die meisten Leute zu wenig Protein konsumieren. Also egal, ob sie sich sportlich betätigen oder nicht, wenn wir draussen gehen und Leute reinholen und die schreiben auf, was sie essen, wird ziemlich sicher reinkommen, dass sie nicht ausreichend Protein essen oder sich so ganz am unteren Limit von der ärztlichen Empfehlung bewegen. Und das zu erhöhen, ist für viele Leute schwierig. Es ist am Anfang auch eine Umstellung, weil Protein zu verdauen braucht für den Körper mehr Energie. Und durch das merkt ihr zum Beispiel auch gerade, wenn ihr eine sehr hohe Menge Fleisch isst, dann sind ihr nachher kaputt. Also irgendwie so ein 400 Gramm Steak, wenn ihr nachher gerade schlafen geht. Und das ist, weil es dort drin hat so viel Protein, und die zu verdauen ist für den Körper so anstrengend, dass er auch wieder müde wäre. Und wenn jetzt sich jemand sehr, sehr proteinarm ernährt hat und dann fängt er plötzlich von Protein essen, den ersten Monat, bis sich der Körper an das gewöhnt, dass er das jetzt einfach verdauen muss, bis er den Mechanismus auffährt, fühlt sich die Person dann ein bisschen müde. Und dann kann es helfen, dass man mit Shakes so ein bisschen wie Zwischenmahlzeiten macht oder nach dem Training halt Protein zuführt, außerhalb von einer Mahlzeit, um das zu erhöhen. Um mal den Körper ein bisschen dran zu gewöhnen und dann in einem zweiten Schritt Shakes vielleicht wieder rausnehmen kann. Also dort ja, ist sehr individuell, aber grundsätzlich nötig ist es nicht, wenn die Ernährung stimmt. Ja. Ich habe noch eine Frage zum Morgenessen. Ich habe gehört, dass zum
ich habe Lust noch extra früh aufstehen, damit ich mir jetzt genügend Zeit habe am Morgen. Das ist irgendwelche Tipps, dass einigermaßen einen guten Start haben. Ja, also wenn du jetzt mit Leuten aus dem Intermittent Fasting Camp redest, dann sagen dir, das ist ein Scheissdreck zu morgen, ist überhaupt nicht wichtig, das kannst du einfach rauslassen. Und das ist sogar viel gesünder, wenn du es weglässt. Grundsätzlich sage ich, muss es auch wieder ein bisschen individuell anschauen. Wenn jemand auf die Baustelle geht, arbeiten, hartkörperlich schafft, würde ich ihm empfehlen, dass er vor dem Arbeiten irgendetwas zu sich nimmt, damit er Energie hat zum Arbeiten, weil körperliche Arbeit braucht jetzt halt nur mal Energie im Körper, sonst funktioniert es nicht. Jemand, der im Büro ist, kann es wiederum viel eher weglassen. Und dann, wir wissen, dass Intervallfasten, also Intermittent Fasting, definitiv auf langfristig gesehen gute gesundheitliche Effekte hat. Also einerseits hilft es deinem Körper mit Fettadaption, sprich, dass dein Körper effektiver wird zum Körperfett verbrennen. Das ist übrigens auch so ein neuer Approach, den sie im Ultra-Endurance-Bereich jetzt schaffen, dass sie sich eigentlich Keto ernähren und dann durch das komplett durch Fett nur durch Fettenergie gewinnen. Und um den Körper auf das einstellen, hilft Fasten, also 16 Stunden ohne Essen. Weil irgendwann brauchst du Energie und dann fängt der Körper auf anderen Orten Energie holen. Das ist dann halt das Körperfett. Das kann auch helfen zum Abnehmen. Dass wenn er, ich sage, ja, abnehmen brauche ich ein Kaloriendefizit, klar. Aber ob das nachher Muskeln oder Fett sind, ist die andere Frage. Und ein besser fettadaptierter Körper wird es besser hinbringen, Fett abzubauen und Muskeln erhalten, als ein Körper, der mega Mühe hat, Körperfett anzugreifen. Also ich sage, in diesem Bereich kann zum Beispiel Fasting auch helfen, dass er dort besser wird. Und dann gibt es diverse Studien, die aufzeigen, dass es gut ist für Brain Health. Also je besser fettadaptierter Körper ist, desto gesünder ist euer Gehirn und desto tieferes Risiko im Alter, dass er nachher Demenz wird. Also von dort her hast du viel. Das Ding ist, das Intermittent Fasting ist eher neu. Es gibt nicht viele Langzeitstudien. Von dort her ist es schwierig zu sagen, man weiss es noch nicht so genau, was wirklich alle Effekte sind. Aber die Indizien zeugen davon, dass es eigentlich grundsätzlich schon gesund ist. Und darum, ich empfehle den Leuten immer, wenn ihr euch nicht wohlfühlt, zum Morgenessen, wenn ihr keinen Hunger habt, isst es einfach nichts. Es ist, ihr braucht es nicht. Ihr müsst einfach schauen, dass ihr nachher trotzdem noch genug Kalorien zu sich nehmen. Weil das Risiko, was dann viel passiert, ist, die Leute gewöhnen sich daran, am Morgen nichts zu essen. Ist es aber gleich viel zu Mittag, wie sie vorher gegessen haben. Ist es gleich viel zu Nacht, wie sie vorher gegessen haben. Und haben dann eine Mahlzeit weniger Kalorien. Sagen wir jetzt rund ein Drittel Kalorien weniger. Und was dann davon passieren ist, dass wir in dieser Energiebilanz ins Negative kommen. Der Körper fängt davon System runterfahren. Der Metabolismus wird langsamer und ihr werdet müder und müder und müder. Das heisst, wenn ihr so etwas wie IF macht, schaut, dass ihr halt dann, ich empfehle, gleich noch 3 Mahlzeiten zu sich nehmen. Also, dass die, halt die erste Mahlzeit vielleicht um 12 Uhr ist, die zweite vielleicht um 3, 4 Uhr, wenn das irgendwie geht von der Pause. Und dann 7, 8 Uhr nochmal etwas ist. Und dann habt ihr wieder von 8 bis 12 die 16 Stunden Pause. Wenn es darum geht, einfach zu morgen rauszulassen, können es auch 14 oder 13 Stunden Pause sein, es kommt eigentlich nicht so drauf ab. Das wäre so die Idee dahinter. Also ich würde jetzt nicht sagen, du musst zum Morgen essen, wenn du dich nicht wohlfühlst damit. Und du kannst es auch ein bisschen mischen. An einem Tag, wo am Wochenende stehst du später auf, hast Zeit, kannst einen grossen Brunch nehmen, perfekt. Und an einem Tag, wo du früh auf musst du arbeiten und morgen früh aus dem Haus musst und sagst, so früh mag ich nicht essen, lass es weg. Und es ist dann halt in der ersten Pause das erste Mal. Das ist tipptopp. Solange die Gesamtkalorienzahl stimmt und das Energielevel gerade ist, ist das okay. Fabi? Hast du am Abend dann auch mehr trainieren? Es ist halt so, wenn du öfters trainierst,
dass deine Kalorienverbrauch hochgeht. Ich sage gerade im CrossFit, eine CrossFit-Trainingseinheit verbrennt enorm viele Kalorien. Und wenn du jetzt nicht hast, auf mehr essen, dann hast du natürlich nachher auch ein höheres Kaloriendefizit. Und dementsprechend hast du mehr Hunger. Und ich sage auch, Hunger drückt sich dann halt am meisten dann aus, wenn du lange nichts gegessen hast. Und dann wird das Fasten halt schwieriger. Was du dagegen kannst machen, ist, dass du nach dem Training nochmal etwas essen würdest. Dass eigentlich im Fasten Fenster innen trainierst. Und dass du mit der Kalorienbilanz halt schaust, dass du nicht das Grosse ins Negative gehst. Das heisst, dass halt vielleicht, wenn du mehr fährst, anfängst zu trainieren, wirst du auch natürlich mehr müssen zu essen. Und ich sage jetzt, mit der Fettadaption hat es eigentlich nicht so viel zu tun haben, weil du hast ja vorher ein Jahr lang durchgezogen. Viele haben halt, sie fangen an zu fasten. Oder ich hatte, als ich angefangen habe, die erste Mal ich brutal Hunger gehabt. Also weißt wirklich so, mein Körper hat Mühe gehabt, 16 Stunden lang das durchzuziehen. Und dann mit der Zeit wird das besser. Also von daher würde ich jetzt sagen, die Fettadaption sollte bei dir eigentlich gut gewesen sein. Womit du noch ein bisschen unterstützen kannst, ist, wenn du dann halt am Fasten bist, noch ein bisschen mehr Fett essen, damit der Körper eigentlich noch ein bisschen dazu zwingst, Fett zu verwenden. Halt, wenn es Diätfett ist und nicht Körperfett, aber gleich Energie aus Fett gewinnen kann halt helfen. Also, es ist auch ein Schritt für die, die mit Fasten mal ein bisschen rumspielen oder sich gewöhnen. So ein erster Schritt kann sein, dass er zum Morgen eigentlich kein Kohlenhydrat ist, sondern nur Fett und Protein. Und dann der Körper eigentlich so darauf gewöhnt, dass er am Morgen, wenn er aufsteht, nicht Kohlenhydrate bekommt, wo eigentlich schnelle Energie ist, sondern die etwas zähere Energie, das Fett. Und das muss einfach verdauen. Und das kann auch schon ein bisschen helfen mit der Fettadaption. Dass, wenn er dann nachher in einem zweiten Schritt es zum Morgen weglässt, dass er dann eigentlich schon ein bisschen besser fettadaptiert sind. Mhm. Das wäre die nächste Frage, was sind die langfristigen Auswirkungen von zu wenig Protein? Aber was ich gemerkt habe mit dem Intermittent Fasting, ist, sobald ich angefangen habe, mehr Protein mit Shakes zu nehmen, habe ich mehr Hunger bekommen. Und dann habe ich auch noch viel mehr fasten. Und das habe ich jetzt nicht gehört. Also bin ich wieder wahrscheinlich zu wenig Protein gefallen, aber trotzdem. Die Frage ist, was hast du rausgenommen für die erhöhten Protein? Was hast du rausgenommen für die erhöhte Proteinmenge? Und gerade vegane Proteine sind ja eigentlich extrem reich in Ballaststoffen, wenn wir jetzt von so Bohnen und so reden. Und das heisst, die werden eigentlich sehr langsam verdaut. Wenn du schaust, wie im Magen hineinkommt, was als erstes wieder rausgeht oder was als erstes aufgenommen wird, sind Kohlenhydrate, dann Protein, dann Fett und dann Ballaststoff. Und das heisst, je mehr Ballaststoff du isst, desto länger setzt du dich eigentlich satt fühlen. Wenn du jetzt Protein aufentust und dafür etwas rausnimmst, ich sage jetzt wie zum Beispiel Ballaststoff, dann fühlst du dich halt weniger lang satt. Also mit dem könnte es ein bisschen zusammenhängen. Gerade wenn du jetzt plötzlich hast, einfach viel mehr Kalorien über Shakes zu dir nehmen, ist halt auch wieder Shakes, ist flüssig, das ist schneller verdaut als fix, feste Nahrstoff. Also hast du von dort her einfach schneller wieder einen leeren Magen bekommen. Denn wenn der Magen leer ist, das ist eine andere Hormonantwort. Das ist, dann kommt leeren Magen, Hormone senden dein Hirn auf, hey, der Magen ist leer, ich muss essen, dann hast du Hunger. Oder? Und dann musst du eigentlich, wie Tom gesagt, das Loch schnell überwinden, damit der Körper die Energie von Fett holen. Also es kann einfach sein, dass du am Morgen einen leeren Magen hast, weil du anderes Zeug rausgenommen hast, wenn du mehr Protein zu dir genommen hast. Das wäre jetzt, oder wenn du flüssig anstatt fix konsumiert hast, das wäre jetzt so Theorie, aber es ist noch schwierig, das jetzt ein Jahr später zu beurteilen, weil ich habe nicht, was du nachher gegessen hast. Also sind es einfach so ein bisschen Theorien, was es könnte gewesen sein, was könnte passiert sein. Aber ich müsste halt wirklich Nahrungsmittel sehen, die du gegessen hast, dass ich etwas ausschliessen könnte. Und was war die zweite Frage? Was sind Langzeitwirkungen, wenn man wirklich so ein Proteindefizit hat? Die grösste Auswirkung ist halt einfach der Rückgang von Skelettmuskeln und von der Knochendichte. Gerade als Frau hast du eher ein bisschen Tendenz zu Osteoporose. Also
tiefe Knochendichte und das hat im Alter halt zur Folge, dass du schneller Knochenbrüche hast. Also darum gerade, ich sage, für Frauen wichtiger. Und Skelettmuskel ist halt auch, wir kommen an einen Punkt, wenn wir älter werden, wo die Muskelmasse einfach rückgängig ist, hormonbedingt, altersbedingt, können wir nicht viel damit dagegen machen. Und wenn du jetzt sehr weit in die Zukunft schaust, halt all die wirklich alten Leute, denen ihre Probleme gesundheitlich, sie müssen am Rollator laufen, sie sind nicht mehr selbstständig, sie können den Haushalt nicht machen, das ist nachher wirklich, weil einfach die Kraft dazu fehlt. Es fehlt die Muskelmasse, die deine Grundfunktion aufrechterhält. Und je mehr du den Rückgang verlangsamst, wenn du älter wirst, oder jetzt, wenn du jung bist, je mehr Polster du aufbaust, desto länger bleibst du nachher im Alter halt funktionell. Und dort dementsprechend schafft Protein halt langfristig gesehen einfach mit dem Training und so zusammen, um dich lang funktionell zu halten. Und wenn du in ein massives Defizit kommst, reden wir kurzfristig von, dass du Organproblem bekommst. Weil dort brauchst du auch Protein. Auch diese Zellen müssen sich erneuern. Und wenn sich dann halt irgendwann Leber- und Nierenzellen nicht mehr erneuern können, dann hast du ein Problem. Aber da reden wir jetzt von extremen Defiziten. Also, du musst dir nicht Sorgen machen. Da kommt zuerst mal, dass du einen massiven Skelettmuskelrückgang hast. Weil der Körper ist immer so ein bisschen, was ist am essentiellsten zum Überleben. Und natürlich sind die Organe essentieller als die Muskeln. Das heisst, Muskeln werden zuerst abgebaut und erst wenn dort nichts mehr abzubauen geht, fängt er mit Organen abzubauen. Also, das wäre ein langfristig massives Defizit, das du Probleme bekommen würdest. Aber du musst dir keine Sorgen machen. Also, so weit ins Defizit kommst du näher, wenn du dir ein bisschen Gedanken machst. Und dann würde ich sagen, hast du ja auch trotzdem noch genug Protein, auch in der veganen Ernährung. Wo es halt dann mehr, ich sage, das Problem ist für Leute, die sehr viel trainieren und wirklich noch, wenn die Muskeln zuwachsen haben und das Ganze noch vegan zu machen, dann musst du halt wirklich schauen, dass sehr viel Protein ist. Sonst noch Fragen? Ja? Ich fühle mich grundsätzlich eigentlich sehr wohl. Was bei mir aber ein Faktor ist, meine letzte Mahlzeit ist immer extrem spät am Tag. Mhm. Schau am Morgen auf, ist jetzt morgen, kein Problem damit. Dann ist irgendwo Mittag miteinander, Essen, trainieren meistens. Mhm. Mhm. Ja, ja. Die letzte effektive richtige Mahlzeit ist meistens, wenn ich da rauslaufe, also so 9, 4, 9, halb 10. Dann muss ich aber noch etwas essen. Ja. Das ist Game Over für mich. Problem, ja, nein, Ruf, also für mich fühle ich mich wohl. Grundsätzlich hörst du, man sollte nicht vorne schlafen, essen, schlafen schlechter, der Magen muss mehr arbeiten. Also das mit dem Schlafen kann definitiv ein Thema sein. Aber ich glaube, das spürst du selber und du sagst, du fühlst dich wohl. Das nehme ich auch an, dass du in dem Fall auch gut schlafst. Und zwischen 9 Uhr essen und dann gehst du vielleicht um 11 Uhr schlafen, hast du trotzdem ja auch noch mal einen Punkt. Das ist ja nicht so, dass du es isst und dann liegst du ins Bett und schlafst. Gibt's auch. Aber wenn es kein Problem ist für dich, würde ich jetzt sagen, gut, wir haben zwei Dinge. Das eine ist, Schlafen, wo uns bewusst ist, oder? Ich meine, ich kann sehr gut einschlafen und am nächsten Tag aufstehen und ich habe 8 Stunden geschlafen und fühle mich trotzdem kaputt, weil die Schlafqualität nicht gestimmt hat oder die Schlafphasen nicht erreicht hast. Aber auch das wirst du spüren. Also das wäre dir, du sagst, du fühlst dich wohl, also fühlst dich am nächsten Tag fit und erholt. Also würde ich sagen, ist das jetzt bei dir nicht das Problem mit dem Sportessen? Dann ist es halt ein bisschen beruflich bedingt. Hast du gar keine andere Möglichkeiten, wenn Klassik ist? Kannst du gar nicht vorher essen. Ja, es kommt nicht so gut an. Und gar nicht essen. Ja, es gibt halt Leute, die sagen, sie machen Intervallfasten so, dass sie es zur Nacht weglassen, weil sie sagen, sie brauchen es zum Morgen. Es wäre eine Möglichkeit, wenn du mit dem rumspielen willst. Ist aber grundsätzlich, solange du dich gut fühlst, ist es immer eben, wie wir gesagt haben, was ist gute Ernährung? Es hilft dir, dass du gute Leistungsfähigkeit hast, dass du dich wohlfühlst, dass du dich fit fühlst. Und solange das alles gegeben ist,
besteht in diesem Bereich ja nicht unbedingt das Problem, also muss man nichts daran ändern. Jetzt, wenn du würdest sagen, ja, ich würde vielleicht ein bisschen Leistungsfähigkeit in Kauf nehmen, weil ich mich mehr in den Gesundheitsbereich bewege. Nicht unbedingt vor dem Schlafen zu essen, aber mehr, dass du eigentlich nie einen längeren Teil hast, wo du nicht isst. Wo wir eben, wenn wir in das Fasten zurückkommen, einen verlängerten, ich sage jetzt 12 bis 16 Stunden ohne Essen, hilft im Magen-Darm-System und in dem Hormonsystem, dass sie sich runterfahren können und eigentlich wie resetten. Und das ist halt eben, von dem heraus kommen nachher die diversen Gesundheitsvorteile, die wir angesprochen haben. Und die hast du halt nicht, wenn du das nicht hast, oder? Aber dann, wenn man sich überlegt, es gibt sehr viele Leute, die sind sehr gesund ohne Fasten. Also, haben auch keine Demenz. Also, ist es jetzt eine absolute Notwendigkeit? Würde ich sagen, nein. Und dann ist das eben, wo bewegst du dich in diesem Bereich hin? Und für dich ist halt der Leistungsaspekt auch sehr wichtig, oder? Wo in deinem Leben eine Priorität hat. Und das heisst ja nicht, dass du völlig dran bist wegen dem, sondern halt nicht so extrem in die Richtung übergehst, oder? Und dann ist das, also würde ich sagen, absolut kein Problem, unbedenklich, dass am Abend es ist. Du musst dir nichts darüber Gedanken machen. Also eben, ich selber, beruflich bedingt, mache es auch viel. Und hey, manchmal kommst du um 10 Uhr heim, bis um 10:30 Uhr heim, isst etwas, am nächsten Tag musst du wieder früh raus, dann essen und dann direkt ins Bett. Gibt keine andere Möglichkeit. Ist halt so. Ja. So in dem Stil, ja. Und eben, wie gesagt, das ist auch wieder, der Körper ist sehr anpassungsfähig und verträgt eigentlich relativ viel. Also es ist ja dann auch nicht so, dass es dann jeden Tag immer so ist, oder? Und dann, wenn das mal ein, zweimal der Fall ist, dann... Das ist auch etwas, was ich den Leuten sage, wenn sie so eine Ernährungsform jetzt annehmen, wie sagen, ich mache jetzt Intermittent Fasting oder Keto. Gott sei Dank, es ist kein Weltuntergang, wenn du das jetzt mal nicht kannst einhalten, wenn jetzt mal dein 16-Stunden-Fastenfenster auf 14 Stunden reduziert wird, weil das jetzt halt der Alltag so vorgeht, dann ist halt so, der Körper geht nicht kaputt wegen dem. Wenn du Keto ernährst und dann isst du mal einmal Kohlenhydrat, stirbst du nicht. Also weißt du, das ist absolut kein Problem. Das muss man nicht immer so... Es ist eigentlich relativ wichtig, dass man nicht alles immer so streng sieht. Es ist gut, wenn man so eine Philosophie hat oder sich an irgendetwas schafft und seine Methodik hat oder seinen Alltag, seinen Ablauf, seine Gewohnheiten hat. Aber wenn jetzt mal einer aus dieser Gewohnheit rausgehst, ich sage jetzt auch Weihnachten, wir haben uns wahrscheinlich alle anders ernährt, als wir es uns gewohnt sind. Und wir sind fit und gut da. Also von dort her würde ich sagen, müsst ihr euch nicht so Sorgen machen, wenn ihr jetzt hier mal so ein bisschen wenn jetzt einmal so Ausschwingungen haben, das macht nichts. Und eben, wenn es jetzt halt vom Tagesablauf so geht, dass ihr 2-3 Mal vor dem Schlafen essen müsst oder 2-3 Mal halt nicht fasten könnt, am Morgen früh essen müsst oder was auch immer, das ist völlig okay. Also, wichtig ist vielleicht, dass man es ab und zu, das ist etwas, was ich die Leute eigentlich eher ein bisschen probieren zu motivieren, ist, probiert es doch 1-2 Tage in der Woche aus, wenn ihr sowieso Rest-Day macht. Es reicht, dass ihr den Körper ein bisschen umtrainieren könnt und mal ein bisschen den Impuls setzen. Das muss nicht jeden Tag sein, das muss nicht eure Lebensphilosophie werden. Wenn man Kohlenhydrate nicht weglässt, aber viel weniger, was muss man dann mehr nehmen, wenn man Kohlenhydrate zu wenig hat? Also ein Teil von dem, es geht mir nicht so gut, haben wir 2 Aspekte. Der eine ist, es kann genetisch sein, ein Stück weit. Also es geht, wie gesagt, Leute, die funktionieren besser auf Kohlenhydrate, Leute, die besser auf Fett funktionieren. Also eigentlich, vielleicht bist du jemand, der einfach grundsätzlich nicht so gut auf Kohlenhydrate. Mhm. Aber jetzt sonst ist es halt, und das ist der zweite Aspekt, ist, wir ernähren uns sehr, sehr kohlenhydratreich in der durchschnittlich westlichen Diät. Also wenn du das anschaust, was die Leute essen, sind wir bei 70-80% Kohlenhydrate bei den meisten Leuten, was sie essen. Und das führt halt dazu, dass der Körper die Fettadaption komplett verliert. Also dein Körper funktioniert, hat einfach aufgehört, von Fett Energie zu gewinnen. Und hat das dann wie ein bisschen verliert, weil er es nie mehr gemacht hat. Und wenn du jetzt plötzlich alle Kohlenhydrate weglässt, kann dein Körper nicht plötzlich wieder aus Fett Energie gewinnen, weil die chemische Prozess, die Adaption, die ist weg. Und das musst du zuerst wieder ein bisschen entwickeln. Das heisst,
es ist nicht empfehlenswert, dass du jetzt sagst, ich lasse jetzt einfach Kohlenhydrate weg, sondern dass wir dann eben mit Sachen, die spielen, grundsätzlich müsstest du mehr Fett und Protein essen, damit du wieder die gleiche Energielevel erreichst. In welchem Ausmaß du von welchem mehr ist nachher eigentlich dir überlassen. Es gibt High-Protein, High-Fett-Diäten, das geht beides. Aber dass dich wirklich daran gewöhnen kannst, sind dann eben Techniken gut, wie fährst mal an, einfach eine Mahlzeit, kein Kohlenhydrat essen, mal sagst nur am Morgen und nachher zum Mittag isst du dann aber Kohlenhydrat. Dass du vielleicht mal eben mit Intermittent Fasting schaffst und auch für die Fettadaption hilfst. Also dass eigentlich nicht sagst sofort, ich lasse jetzt weg, sondern dass du deinen Körper etwas daran gewöhnst und Zeit gibst, über einen kürzeren Zeitraum mal, wo er wieder auf Fett zugreifen muss und dass er das lernt zu verdauen. Also, dass er lernt, daraus die Energie zu gewinnen und dann eigentlich so das Ganze erhöhst und dann im Verlauf von, ja, vielleicht einem Jahr oder so, dann wirklich Kohlenhydrate eigentlich massiv runtertust. Also, wenn du jetzt von einer High-Carb-Diät auf eine Keto-Diät wechseln willst, würde ich nicht empfehlen, dass du es von heute auf morgen machst, sondern würde ich eher empfehlen, dass das ein fließender Wechsel ist, der vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr dauert, also dass du da wirklich Zeit lässt. Weil das ist schon... Die Adaptionen brauchen Zeit. Und gerade wenn jetzt das schon 30, 40 Jahre lang dich so ernährt hast, je länger du dich komplett von Kohlenhydraten ernährst, desto abhängiger ist dein Körper auch von diesen Kohlenhydraten. Also desto länger geht nachher der Wechsel zurück wieder. Und inwiefern du überhaupt musst Kohlenhydrate weglassen, ist ja dann die nächste Frage. Also grundsätzlich will ich nicht, dass irgendjemand das Gefühl hat, Kohlenhydrate sind gefährlich oder sind scheiße oder so. Es sind die falschen Kohlenhydrate, die das Problem ist, also der Zucker. Aber die komplexen Kohlenhydrate, wenn du Süßkartoffeln, Kartoffeln, Haferflocken, Roggenbrot oder so isst, ist das absolut kein Problem. Da ist ein tiefer glykämischer Index, weil das wird langsam verdaut. Und dementsprechend geben die Kohlenhydrate dann auch über eine konstante Basis dort die Energie, anstatt einfach die ganze Energie auf einmal. Also daher würde ich jetzt sagen, wenn du sagst, ich fühle mich nicht wohl ohne Kohlenhydrate, dann isst Kohlenhydrate. Also du musst nicht das Gefühl haben, dass du dich nicht essen sollst. Sonst noch Fragen? In dem Fall. Hoffe ich, dass das euch ein bisschen Klarheit geschaffen hat oder dass ihr so ein bisschen Ideen habt, was ihr wollt oder was ihr jetzt daraus machen könnt, auf was ihr schauen wollt, wenn ihr gerade jetzt ein bisschen Neujahr gute Vorsätze habt, dass ihr die Motivation nutzt und euch ein bisschen überlegt, was in diesem Bereich könnte ich eigentlich besser machen, was wäre für mich wichtig, wo sollte ich mich verändern. Ich glaube, wir haben jetzt ein paar so Inputs bekommen. Und wenn ihr spezifische Dinge, also wenn ihr spezifische Hilfe wollt auf eure eigene Situation, dann könnt ihr gerne zu mir kommen. Dann machen wir das one-on-one. Oder ihr macht in der Nutrition Challenge mit. Und nutzt die Motivation dort, um Änderungen zusammen zu machen. Und das Ganze so in einer Gruppe zu lernen. Dann, ja, ich habe mich gefreut, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt und bis bald mal.